herzlich willkommen zu Vlogmas Nummer 6. Ich bin eigentlich schon angezogen, denn ich gehe jetzt gleich zu meiner Freundin. Ich war aber schon richtig fleißig. Ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht, habe im Haus drüben bei uns gelüftet. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Die bauen draußen. Ich habe mich nur gerade gewundert. Die Küche ist aufgeräumt. Nein, Quatsch, die ist nicht aufgeräumt. Die sieht noch so aus wie gestern. So wie sie gestern aussah. Genauso sieht sie immer noch aus. Ich habe gestern bis um 12 das Video für euch geschnitten. Und dann hat meine Freundin mich gefragt, ob ich auf einen Kaffee vorbeikomme. Und meine Freundin geht vor. Der Küche vor. Ja, die räume ich dann heute Nachmittag, heute Abend auf. Schaue ich mal. Da läuft nichts weg. Heute war ich ja auch schon beim Edeka, habt ihr gesehen. Ich zeige euch das gleich mal, was ich für die Mäuse noch geholt habe für den Nikolaus. Heute treffen wir die Nikolaus-Vorbereitungen. Da nehme ich euch natürlich mit. Und auch in diesem Vlogmas, wie in jedem anderen auch, gibt es wieder ein Geschenk für euch. Und ich habe mir gedacht, ihr seht das ja zum Nikolaus, das Video. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen, entspannten, ruhigen, liebevollen Nikolaus. Und ihr könnt in diesem Vlogmas jetzt gewinnen, dieses tolle Paket. Ja, ich finde das so süß. Ich habe es uns wieder nicht mitgenommen. Ich kann ja, wie gesagt, nicht 24 Dinge mitnehmen. Aber alles, was ich mitgenommen habe für euch, jedes einzelne Geschenk kommt vom Herzen und finde ich selber auch sehr, sehr, sehr schön und richtig, richtig süß. Und guckt euch das doch mal an. Ist das nicht süß? Oh mein Gott. Ja, das könnt ihr gewinnen. Und wie in jedem anderen Vlogmas auch, mit jedem Kommentar könnt ihr dran teilnehmen und auch nochmal an die stillen Zuschauer. Im ersten Video habe ich es gesagt, da waren viele stille Zuschauer auch dabei mit einem Smiley. Ihr nehmt auch dran teil, wenn ihr einfach ein Smiley unten mir lasst. Also gerne alle stillen Zuschauer, ein Smiley genügt. Oder 10, 20 Smileys. Habt ihr natürlich mehr Chancen, das hier zu gewinnen. Gell? Guck mal, wie süß das ist. Das habe ich jetzt einmal mitgenommen. Und zwar kriegen die Kinder hier diese zwei Nikoläuse oder Weihnachtsmänner. Ich fand die in Rot einfach viel, viel schöner. Irgendwie so, wie halt so ein Nikolaus oder ein Weihnachtsmann ist. Dann habe ich Mandarinen geholt. Nüsse. Ich habe noch Walnüsse, die kriegen sie auch. Für den Michi habe ich auch einen geholt, ja. Den fand ich so knuffig wie der Michi. Und dann habe ich noch für den Schuh so ein paar Kleinigkeiten geholt. Im Übrigen, ganz viele von euch haben im vorletzten Video, als ich euch gefragt habe, was ihr den Kindern zum Nikolaus schenkt, so viel geschrieben. Ganz viele von euch haben mir unglaublich viel geschrieben und ganz viele von euch haben Mandarinen und Nüsse geschrieben. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das gefreut hat, gell? Ich habe gedacht, oh Gott, die Welt ist doch noch ein Stückchen normal. Aber ihr seid ja sowieso, ihr tickt ja auch wie ich, sonst wärt ihr ja wahrscheinlich hier nicht auf dem Kanal. Und ich hatte euch ja auch noch gefragt, ob ihr ein paar Ideen habt für Oma und Opa. Auch nochmal an alle, die mir da ein paar Ideen geschenkt haben. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Da waren wirklich tolle Inspirationen dabei. Fotobuch, also so ein Fotokalender mache ich jedes Jahr. Das machen wir auf jeden Fall, weil das haben ganz viele geschrieben. Dann gab es noch diese Schneekugel, fand ich auch eine ganz tolle Idee, weil es ist ja auch mit einem Foto. Und also es waren wirklich ganz tolle Inspirationen dabei. Also ein riesen dickes Dankeschön nochmal. So, das räume ich jetzt lieber schon mal weg. Denn wenn ich nachher die Kiddies abhole, wird es wahrscheinlich wieder knapp. Und sonst liegt das hier noch rum, das wäre es ja, ne? Glauben eure Kinder an den Nikolaus, Weihnachtsmann oder Christkind? Schreibt mir das mal. Also bei mir glauben noch beide Kinder dran. Ja, das ist so total süß. Ich wollte auch noch Kekse mitnehmen, fast vergessen. Guckt euch mal diese leckeren Dinger hier an. Oh Gott, ich sag's euch, die schmeckt alle. Falls ihr das Video nicht geguckt habt, ich verlinke euch das am Ende oder im i oder ihr schaut einfach in die Playlist. So, so, so lecker. Auch die hier. Und die sind so einfach. Die sind so schnell gemacht. Hä? Wo sind die ganzen? Nicht wahr. Hm?
Nee. Nee. Oh Mann, das war der Tim oder Micha. Das gibt's doch nicht. Die haben mir die Kekse gemopst. Das gibt's nicht. Boah. Das ist es. Also, das ist ja echt nicht wahr. Oh Mann. Hier hat mir tatsächlich einer die Kekse geräubert. Die ganzen. Hier die mit Schokolade. Da war jetzt nur noch einer da. Das kriege ich raus, wer das war. Ey, das ist doch eine Frechheit. Das war bestimmt der Tim. Das war bestimmt der Tim. Ach nee, der Micha. Der Micha war's. Der Micha war's. Der hat's auf die Arbeit mitgenommen. So ein Frecher. Jetzt muss ich mich beeilen, sonst komme ich zu spät. Ich bin jetzt bei meiner Freundin hier vor der Tür. Ich setze euch jetzt einmal das aktuelle Video noch online. Wir haben es nämlich 10 Uhr. Und dann werde ich die Verlosung noch machen, weil wenn ich jetzt da hochgehe, möchte ich nicht am Handy so viel rumsitzen. Die Putzbox ist draußen. Ich habe alles hier in so einem Schuhkarton zum Schuheputzen, denn morgen kommt ja der Nikolaus, gell, Kinder? Ja, aber die tust du da hin. Ja, okay. Kommt her. Du musst die nicht anziehen. Die müssen wir erstmal sauber machen jetzt. Guck mal, ich bin eine Guck mal, Spatz. Mach mal deine Ärmel nach oben. Genau, dann kannst du ja hier mit den einen Armen gehst du so rein. So rein. Nee? Nee, mit den Armen. Guck mal, dann hältst du den fest so rein und jetzt kannst du den sauber machen. Genau. Super. Nochmal. Nochmal. Den stellen wir jetzt raus vor die Tür. Nee, vor die Haustür. Komm, ich mach dir auf. Wo stellen wir den hin? Guck mal hier. Hier hin. Julia, hier müssen wir den schön hinstellen. Und dann kannst du den auch den Arm reinstecken oder die Hand, dann hast du so ein bisschen Halt. Wir machen gerade solche Schneeflockenketten. Ich habe jetzt schon mal zwei vorbereitet. Der Tim möchte jetzt auch ein paar machen. Wir nehmen hier dafür die Watte. Und zwar haben wir die aus dem DM. Das sind immer schon solche Kugeln. Und ich habe auch im letzten Jahr habe ich auch meine Tischdeko damit gemacht. Ich habe das einfach, als ich das auf den Tisch getan habe, habe ich das einfach hier so ein bisschen breit gezogen und dann ein paar nebeneinander legen und dann habt ihr so eine schöne Schneelandschaft. Guckt mal, unser Weihnachtsmannbad. Wir machen hier gleich noch zwei Löcher rein und so einen Gummi, dann können wir uns das drum tun. Ist fertig. Ja, fast. Hier ist noch eine Lücke, hier hinten. Komm. Kräftig drücken. Ist fertig. Guck mal, drei Schneeflöckchen, also drei Reihen haben wir schon. Das sieht so süß aus. Und den Stern habe ich jetzt hier auf die andere Seite hingehangen. Guck mal, so sieht jetzt dieses zerfledderte Ding aus. Also es ist nichts für lange, ne? Das ist gerade mal 10 Minuten alt. Aber für die Kinder war es auf jeden Fall trotzdem eine Freude. So schön sieht das aus. Oh. Vor allem, ich finde das auch voll schön, dass sich das in dem Fenster wieder so spiegelt. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, aber das ist total süß abends. Guckt mal, ich bin gerade so verrückt und hatte noch so eine Lust, jetzt so ein Häuschen zu bauen, was ich letztes Jahr auch gemacht habe. Und ich habe ja diesen Karton vom Aldi mitgenommen. Also habe ich jetzt einfach mal angefangen und so ein Häuschen gebaut. Letztes Jahr habe ich das mit einer Schere gemacht. Das ist echt eine Heidenarbeit, gerade bei diesen Fenstern. Und ich hatte mir dann aber so ein Bastelskalpell schon geholt. Und damit geht es natürlich deutlich besser. Ja, macht auch mehr Spaß. Das erste Häuschen ist fertig. Und noch ein Häuschen. Ich glaube, jetzt muss ich doch die Papiertannenbäume rausholen. Guck mal, wie süß das aussieht. Ich habe die jetzt hier hingestellt. Die Kinder schlafen mittlerweile.
Und die Schneeflocken da drüber. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Ja. Und ich muss unbedingt diese kleinen Tannenbäumchen jetzt wieder herholen, die ich da aus Papier gebastelt habe, weil die passen jetzt so schön hier dazu. Die habe ich schon wieder rübergebracht, weil ich gedacht habe, dass ich sie nicht mehr benötige. Ja. Ich spiele jetzt den Nikolaus. Ich muss aber an den Schrank. Guckt euch das an hier. Hol ich die Schuhe rein. Da war der Nikolaus schon da. Das gibt's nicht. Nee, ist von unseren Nachbarn anscheinend voll süß. Ich habe jetzt erst gedacht, der Micha war das, aber er meint, er war es nicht. Ach ja, der Plätzchenräuber war anscheinend der Tim. Aber der Micha hat nur zwei Plätzchen genommen, hat er gesagt, von der Sorte. Eieiei. Ja, der ist sehr früh aufgestanden. Ich habe ihn auch in der Küche gehört. Tja, die Kinder. Schon so erschrocken. Ihr Lieben, ich würde mich jetzt an der Stelle bei euch verabschieden. Falls jemand neu dazugestoßen ist, dann setze ich euch hier oben einen Button rein. Da könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und ich schmeiße euch hier unten noch zwei Videos rein zum Durchstöbern. Wir sehen uns ja morgen schon wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag heute. Tschüss!